Herzlich willkommen zur vierten Road to Glory Folge auf diesem Kanal. In der Folge sprechen wir wieder mal über die Weekend League, über die Veränderungen im Team, die ich über das Wochenende vorgenommen habe und über das Ziel, was wir in den nächsten Wochen erreichen wollen. Also beispielsweise, was für Ränge wir erreichen wollen, wie viele Münzen wir durch Tech Avion und andere Trading-Methoden machen wollen und ja, natürlich auch welchen Rang wir erreichen wollen in den nächsten Weekend League Wochen, aber das sollte ja klar sein. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dieser Weekend League. Also diese Weekend League, es lief am Anfang ganz gut und es lief auch am Ende gut. Nur der Mittelteil war komplette Katastrophe. Es lief echt überhaupt nicht. Die ersten 10 Spiele gingen eigentlich ganz gut klar. Ich bin mit einem 7-3 reingestartet. Und dann hatte ich ein Problem. Und zwar habe ich erst einen Disconnect bekommen, beziehungsweise wir hatten ganz kurz einen Stromausfall. Das war es auch mal wieder komplett. Und ich habe generell auch die anderen Spiele danach irgendwie echt nicht gut gespielt. Bin dann in den zweiten 10 Spielen mit einem 4-6, glaube ich. Das heißt, ich stand nach 20 Spielen 11-9. Ja, und ich glaube 11-9 war es. Oder 10-10. Ja, ich glaube sogar 10-10 war es. Also wirklich, ich stand auf jeden Fall richtig, richtig schlecht. Ich hätte für Gold 1 10 von 10 Spielen gewinnen müssen. Und ja, das lief auch ganz lang gut. Ich glaube, ich habe die ersten 4 Spiele direkt wieder gewonnen von den zweiten 10 Spielen. Und danach lief es dann vielleicht gut, vielleicht schlecht. Das werde ich natürlich im Video beim Gameplay sehen. Ich will jetzt nicht die Folge spoilern quasi. Auf jeden Fall habe ich nach den zweiten 10 Spielen aus Rage einfach Sissoko verkauft und den Pickford in meinen Verein einfach wieder gepackt. Also Sissoko ist auf jeden Fall echt ein mega Spieler. Ich kann auch wirklich jedem empfehlen, den zu kaufen, weil der hat echt gute Stats und der spielt sich auch echt gut. Das Problem war nur, ich hatte noch 400.000 Münzen. Ich war mit dem Torwart nicht zufrieden und ich hatte einfach noch genug Münzen, um mir noch einen Spieler zu kaufen. Und so habe ich mir dann De Gea ins Tor gestellt, der sich die ersten Spiele eigentlich ganz gut spielen lassen hat. Ich glaube, ein Fehler oder so hat er bis jetzt gemacht, ein, zwei Fehler. Geht auf jeden Fall klar. Und dann habe ich mir noch Kanté geholt von den restlichen Münzen, die ich hatte. Also die erste Woche Tech Avion lief ganz okay. Ich glaube, ich habe so an die 500.000 Münzen gemacht. Und ja, wie gesagt, ich hatte ja auch eh gar keinen Packluck in den Weekly Rewards. Und deswegen könnte man eigentlich wirklich sagen, ich habe die Münzen, die ich die Woche gemacht habe, überwiegend wirklich einfach nur mit Trading gemacht. Mehr konnte ich in den Spiel, da steht es 4-3. Hier Son dann in der 92. oder 93. Minute mit der 100%igen. Die muss man ja auch nicht machen. So, und dann habe ich das Spiel einfach hier verloren und damit war dann Gold 1 vorbei leider. Muss man ehrlich sagen, das war echt belastend. Ich habe mich aber natürlich dann die Spiele danach noch angestrengt, um noch Gold 2 wenigstens zu erreichen. Den Rang, den ich die 2 Weekend-Leagues davor auch geholt habe. Und ich kann schon mal vorausnehmen, bis jetzt sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Ich glaube, ich stehe hier 15-11. 15-11 soll es sein. Ja, 15-11. Und ich hätte noch 2 Spiele, glaube ich, gewinnen müssen. Oder 3. Also, ich bin mir gerade selber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ich war auf einem ganz guten Weg. Ich hatte jetzt eine Niederlage und ich durfte mir 3 insgesamt genehmigen, sagen wir mal. Damit ich noch Gold 2 schaffe. Und das Team of the Week, was kommen soll, sieht auf jeden Fall, also es sieht nicht schlecht aus, aber die Spieler sind jetzt auch nicht so wirklich interessant. Also Ben Yedder wäre natürlich mega, Longley wäre mega und wenn Griezmann noch kommen würde, wäre es natürlich auch richtig gut. Aber der Rest ist halt mal wieder echt nicht so interessant. Und ich hoffe einfach, dass die Griezmann und Ben Yedder wenigstens bringen und den Longley, dann hat man nämlich wenigstens ein paar Spieler, auf die man sich freuen könnte. Oder die man mit ein bisschen Packluck bekommen könnte. Jetzt nicht wie die Woche davor, wo man Wijnaldum hatte. Und einen Kane und Lewandowski vielleicht noch. Mit, wenn man wirklich ein Auge zudrückt, nur noch ein Digne. Und der Rest war halt einfach Müll. Und die haben ja halt nichts gebracht. Deswegen, ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir auch einen Sub. Ich habe gesehen, Tyson Wander Prediction. Der wäre ein echt guter Sub. Den könnte man machen. Und ich habe diesen Osimhe gemacht auf jeden Fall, den League A Player of the Month, den konnte ich gratis machen. Boah, das hat mir damals richtig gut gefallen, der Gegner ist darauf auch einfach mal direkt rausgegangen.
Und den kann ich auch empfehlen zu machen. Den hatte ich als Silberspieler mal gespielt, um mit Ndombele in Division Rivals zu spielen. Und da fand ich ihn schon ganz gut. Und jetzt, als er ein POTM bekommen hat, habe ich den mir auch direkt mal genehmigt zu machen quasi. Und ja, das Ziel für die nächsten Wochen an Münzen ist, ich glaube, die Woche, sagen wir mal so 500.000, 600.000. Ich will auf jeden Fall so schnell wie möglich Van Dijk holen und dann wirklich in Richtung entweder Ronaldo oder Neymar, Mbappé halt in die Richtung auf jeden Fall zu sparen. Und ja, ich hoffe mal, ich kann die mir demnächst auch leisten dann. Ich hoffe mal, Tech Aviol läuft jetzt noch ein bisschen besser als die Woche. Es war schon okay. Man muss ja sagen, ich habe 700.000 Münzen zwar reingesteckt, aber ich finde trotzdem, dass 500.000 Münzen in einer Woche jetzt nicht schlecht sind dafür eigentlich. Ich meine, ich habe die 700.000 Münzen ja immer noch auf der Transferliste, die ich theoretisch auch wieder leer machen könnte, falls ich die Münzen unbedingt benötigen würde. Ja. Man muss aber auch noch sagen, Kanté spielt jetzt bei mir im Team nicht auf Full Cam, sondern nur auf 8. Und hier ist übrigens ein Elfmeterschießen, was ich auch noch hatte. Und ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich habe absolut den Elfer verzogen mit hier, ne? Und habe dann im Elfmeterschießen verloren. Das war bei 16 Siegen. Und das ist das letzte Spiel zu Gold 2, was ich gewinnen müsste. Und dann hätte ich es halt. Und ich habe direkt mal einen Elfer bekommen, den ich auch direkt verwandeln konnte mit Son. Und ja, auf jeden Fall, Kanté spielt bei mir im Moment nicht auf Full Cam. Das würde ich gerne noch ändern, aber ich weiß noch nicht genau wie. Denn ich müsste den Sturm Salah stellen zum Beispiel. Nur dann wird der nicht auf Full Cam kommen und Dybala auch nicht. Das heißt, ich bräuchte einen französischen Rechtsverteidiger. Und ich kann mal ganz kurz schauen. Ich glaube aber eigentlich, dass es da im Moment keinen guten gibt. Nee, gibt's nämlich nicht. Das heißt, ich müsste auf eine Special Card hoffen. Oder einen von Tottenham holen, aber da gibt's halt leider auch keinen guten. Das heißt, im Moment muss Kanté auf 8 Camp spielen, aber man hat's nicht gemerkt. Der Kanté ist auf jeden Fall mega und der ist auf jeden Fall auch jeden einzelnen Coin wert. Ich meine, der hat auch sogar schon getroffen. Ja. Ein Spiel, ein Tor hat er schon gemacht. Und ja, dann bin ich wieder ins Elferschießen gekommen, auch im letzten Spiel. Und dieses Mal konnten wir es auch gewinnen. Ist so unglaublich, also der Gegner hatte so viele Chancen, das Spiel zu entscheiden und hat dann einfach immer wieder nicht getroffen. Und auch GG an den. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao. So, ich melde mich jetzt noch aus dem Nachhinein im Schnitt. Und zwar wollte ich noch sagen, ich habe vergessen zu sagen, was wir am Ende geholt haben. Und zwar Gold 2, wie ja schon zu erwarten war, weil ich ja so einen guten Start hatte und quasi gut aufgehört habe. Ich habe am Ende, glaube ich, 7-2 die letzten 9 Spiele gehabt. Und ja, im Hintergrund sind auch nochmal 2 Packs, die ich aus irgendeiner SBC hatte. Ich weiß auch nicht mehr. Und ja, das war's jetzt aber wirklich mit dem Video. Ich wollte nur nochmal zeigen, dass ich keinen Packluck habe. Wirklich echt diese Woche, finde ich, beziehungsweise generell noch kaum in FIFA. Bis auf den guten Player-Pick halt. Und die meisten Coins eigentlich nur mit Trading mache. Und ja, dann war's das jetzt aber wirklich mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.